Barth, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich hatte mir überlegt, eine Ausbildung als Mediatorin im Bereich Wirtschaft zu machen und habe mich da jetzt mal ein bisschen informiert. Und es gibt ja schon einige Anbieter, die mir Ausbildungen im Bereich Wirtschaftsmediation anbieten. Warum sollte ich mich für Ihr Institut entscheiden? Was macht Ihr Institut aus? Also wir sind als Steinmeier-Institut schon seit sehr, sehr vielen Jahren am Markt. Also wir sind seit 2002 wirklich aktiv dabei mit dem gleichbleibenden Trainerstamm auch und haben in dieser Zeit schon sehr viel Erfahrung auf dem Bereich gesammelt. Und was uns zudem noch auszeichnet, ist, dass wir nicht nur Mediatoren ausbilden, sondern eben auch selber Mediation durchführen, da auch international aktiv sind, schon diverse EU-Projekte zu dem Thema durchgeführt haben und sie bei uns wirklich eine Ausbildung bekommen, die zum gleichen Anteil wissenschaftlichen Standards entspricht, aber eben auch ganz viel Praxis mit drin hat, sodass sie dann wirklich eine fundierte Ausbildung bekommen und sagen können, jawohl, ich habe die Ausbildung bei Steinbeis gemacht. Also das hat sich in den letzten Jahren schon so etabliert, muss man wirklich sagen. Und wir haben auch Teilnehmer von verschiedensten DAX-Konzernen, von der Bosch, vom Daimler, wie man so schön sagt, in Stuttgart oder von der Deutschen Bank. Ist da wirklich sehr, sehr viel dabei, was Rang und Namen hat in der Wirtschaft, dass diese Unternehmen, diese Personalabteilung, ihre Führungskräfte uns anvertrauen, die dann bei uns zu Wirtschaftsmediatorinnen, Wirtschaftsmediatorinnen ausgebildet werden. Und deshalb sind sie schon ganz gut aufgehoben bei uns, weil wir sie wirklich dann auf die Konfliktfälle im Wirtschaftskontext sehr gut vorbereiten. Das heißt, Sie bringen viel Erfahrung mit. Wie kann ich mir denn die Ausbildung ganz konkret vorstellen bei Ihnen? Also wie läuft die ab? Was sind vielleicht auch Inhalte? Welchen Umfang hat die Ausbildung bei Ihnen? Also unsere Ausbildung zum Wirtschaftsmediator besteht aus 6 Modulen an 3 Tagen. Das haben wir so konzipiert, dass für Sie das wirklich für alle Teilnehmer es so möglich ist, dass Sie die Ausbildung auch berufsbegleitend absolvieren können. Es ist also nicht nötig, dass Sie dafür einen ganzen Monat sich freinehmen. Klar, hier und da muss man mal einen Tag freinehmen. Das wird aber in aller Regel dann auch mit den Arbeitgebern abgestimmt. Und es besteht auch die Möglichkeit, Bildungsurlaub über uns zu beantragen. Und dann kann man das eigentlich ganz gut abdecken. Sie haben also 6 Module à 3 Tage. Diese Module finden in aller Regel Donnerstag, Freitag und Samstag statt. Donnerstags immer halbtags, sodass Sie anreisen könnten, wenn Sie von weiter weg kommen. Unsere Standorte sind ja in Berlin, in Stuttgart, in Leipzig, in Essen und in München. Das heißt also, wir kommen Ihnen relativ nah, wo auch immer Sie sind in Deutschland und versuchen da natürlich dann für Sie das beste Paket zu schnüren, sodass Sie nicht so weit anreisen müssen. Und die Module selber sind dann so konzipiert, dass Sie immer so viel Praxis wie möglich haben und immer so viel wissenschaftlichen Hintergrund wie nötig. Das ist unser Leitmantra. Und das heißt also, Sie werden auch innerhalb der Ausbildung dann viel mit Rollenspielen zu tun haben. Sie werden mit Reflexionseinheiten zu tun haben, wo Sie Ihr eigenes Konfliktverhalten reflektieren, was das für Konflikte auch bedeutet, die Sie selber haben und wo Sie Teil des Konflikts werden als Mediator, damit Sie sich da auch abgrenzen können, sinnvoll. Diese ganzen Themen werden in der Ausbildung beleuchtet und ganz besonders bei unserer Ausbildung ist auch, dass Sie von Anfang an, vom ersten Modul an bis zum letzten den Wirtschaftsfokus wirklich haben. Was bei vielen anderen Ausbildungen, die am Markt sind, nicht der Fall ist. Viele sagen, okay, wir machen eine grundständige Ausbildung und fangen dann an mit Vertiefung. An dieses Konzept glauben wir bei Steinbeis nicht. Wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, dass wenn man für die Wirtschaft tätig sein möchte, wenn man in der Wirtschaft tätig sein möchte, man auf die typischen Konfliktlagen vorbereitet sein muss. Und das sollte man, der Lerneffekt ist möglichst groß, wenn ich das vom ersten Modul an mache und nicht erst irgendwann später damit anfange. Das ist so der Grundaufbau. Ansonsten haben wir 12 Teilnehmer pro Ausbildungsgruppe. Das heißt, wir sind wirklich in einem Setting, wo man gut in Gruppen arbeiten kann, wo man viel Feedback auch kriegt vom Trainer selber, von den Peers, sodass man wirklich ein gutes Lernergebnis dann hat.
Ich bin gerade im Überlegen tatsächlich, ich werde vermutlich die Ausbildung nicht hauptberuflich verfolgen. Also mein Ziel ist nicht, Mediatorin zu werden mit dieser Ausbildung. Ist die Ausbildung bei Ihnen trotzdem was für mich oder zielt die darauf ab, dass man danach als Mediatorin tätig ist? Sowohl als auch. Es ist so, dass wirklich 70% unserer Teilnehmer genau ihr Ziel haben. Sie wollen danach nicht als Mediatorin, Mediator tätig werden, hauptberuflich, sondern holen sich diese Schlüsselkompetenz dazu, um als Führungskraft dann wirklich noch besser tätig zu werden, weil wir alle in dieser VUCA-Welt leben, wo alles nicht mehr stabil ist, wo ich immer wieder neue Sachen ausverhandeln muss mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen. Und da hilft diese Mediationskompetenz wirklich ungemein. Das heißt wirklich, dass 70% bei uns nicht danach Mediator werden wollen. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, 30% unserer Teilnehmer wollen das. Die wollen danach in die Selbstständigkeit, in die nebenberufliche Selbstständigkeit, das Stück für Stück aufbauen. Das ist auch das, was wir empfehlen, wenn man das vorhat. Nicht zu sagen, ich kündige meinen Job von heute auf morgen, ich höre jetzt auf und hänge mir ein Schild an die Tür, ich bin jetzt Mediator, raten wir dringend von ab, weil das wird aller Wahrscheinlichkeit nicht von Erfolg gekrönt sein, sondern man muss Stück für Stück den Weg gehen, man braucht ein Netzwerk, was man sich aufbaut. Und dann werden die Fallzahlen und die Umsätze, die man erzielt, auch Stück für Stück ansteigen. Wir empfehlen es aber nicht, von 0 auf 100 zu gehen. Ich denke auch, oder wir denken, das ist in kaum einem Geschäftsfeld tätig, dass man einfach nur ein Schild an die Wand hängt und am nächsten Tag kann man wirklich davon leben. Gerade wenn man aus der abhängigen Beschäftigung kommt, ist der Übergang zur Selbstständigkeit doch nochmal ein großer Wandel, großer Change, den man da durchläuft. Und den sollte man schon langfristig planen und auch entsprechende Schritte folgen lassen und auch Zeitpuffer einplanen. Das heißt also, Sie sind bei uns absolut richtig, wenn Sie sagen, ich möchte danach nicht Mediator werden und das selbstständig machen. Sie sind aber zur selben Zeit auch bei uns richtig, wenn Sie das machen wollen. Weil gerade diese Mischung dieser Teilnehmergruppe aus verschiedenen Zielrichtungen macht auch dann das Lernergebnis aus. Und das zeichnet unsere Ausbildungsgruppen auch immer wieder aus, dass man wirklich keine homogene Lerngruppe hat, sondern wirklich Menschen aus allen Lebensbereichen drin hat. Also auch von sozialen Trägern haben wir Teilnehmer dabei, von DAX-Konzernen, wie ich schon eingangs sagte, aus allen möglichen Wirtschaftsbereichen, sodass man sich auch von allen etwas mitnehmen kann. Wie geht der mit Konflikten um? Wie geht der andere mit Konflikten um? Und kann dann davon lernen. Was sind denn die Zugangskriterien zu Ihrer Ausbildung? Was muss ich erfüllen, damit ich mich für die Ausbildung bewerben kann? Die sind recht kurz und knackig. Es ist eigentlich so, dass Sie über einen Hochschulabschluss verfügen sollten oder über eine abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, wenn Sie einen Berufsabschluss haben und keinen Hochschulabschluss. Ansonsten, wenn Sie diese Voraussetzung nicht erfüllen, besteht auch die Möglichkeit einer Einzelfallprüfung. Hier müssten wir dann immer noch mal im Detail schauen, bringen Sie für Voraussetzungen mit, was haben Sie schon in Ihrem Leben gemacht an Berufserfahrungen, an nebenberuflichen Berufserfahrungen. Und wie spielt das in diese Konfliktkompetenz mit rein? Was bringen Sie mit? Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen. Ich bin selber auch berufstätig, Vollzeit. Ist dann die Ausbildung möglich, neben meinem Beruf zu absolvieren? Oder wird es für mich bedeuten, dass ich in meinem Beruf kürzer treten muss? Also bei uns ist es so, dass Sie die Ausbildung einfach nebenbei machen können. Also wir haben das über die Jahre, bieten das ja schon seit 2002 an, so konzipiert, dass das wirklich möglich ist. Weil wir geben Ihnen in dem Sinne keine Hausaufgaben, sondern das, was Sie bei uns lernen, wenden Sie danach ganz natürlich auch in Ihrem Alltag an und probieren die neuen Gesprächstechniken, Methoden, Konfliktumgangsstrategien ganz natürlich in Ihrem Alltag, in Ihrem beruflichen Alltag und auch im Privaten an, sodass wir keine formalen Aufgaben vergeben während der Ausbildung, sondern das wirklich automatisiert von ganz allein passiert. Und der größte Brocken, in Anführungsstrichen, der auf alle wartet, ist die Projektstudienarbeit, die zum Ende der Ausbildung anzufertigen ist. Das ist also eine wissenschaftliche Hausarbeit im Rahmen von 20 Seiten, wo Sie sich dann ein Thema suchen,
welches sie dann eigenständig bearbeiten. Es sollte möglichst viel mit ihrem beruflichen Kontext zu tun haben. Das kann beispielsweise ein Konzept sein für einen Aufbau eines Konfliktmanagementsystems in ihrem Unternehmen. Oder wie gehe ich mit interkulturellen Konflikten um, wenn sie im Bereich Mergers and Acquisitions vielleicht unterwegs sind und dort ein Unternehmen aus Indien übernehmen wollen oder vielleicht in Zukunft übernommen werden von einem chinesischen Unternehmen, von einem französischen Unternehmen. Das sind also die Themenlagen ganz mannigfaltig. Wichtig, was wir immer empfehlen, es sollte möglichst viel mit Ihrem beruflichen Umfeld zu tun haben, damit eben der Praxistransfer auch für Sie maximal ausfällt. Klar können Sie auch einfach sagen, Sie schreiben eine Abschlussarbeit zum Thema Allparteilichkeit in der Mediation, haben eine saubere Theoriearbeit und tragen die dann auch am Ende der Ausbildung vor in dem Prüfungskolloquium. Der Praxistransfer ist dort noch nicht ganz so groß. Also wir empfehlen wirklich Ihnen, sich ein Thema zu wählen, wo Sie viel mitnehmen können und beraten Sie auch dahingehend, damit das auch wirklich rund wird und Ihre Führungskraft, Ihr Geschäftsführer, Ihr Chef danach auch sagt, jawohl, das war gut, dass Frau Müller diese Ausbildung gemacht hat, weil dadurch haben wir jetzt als Unternehmen auch ein ordentliches Konzept, welches wir auch ausrollen können, beispielsweise. Klingt nach einer sehr spannenden und auch sehr interessanten Prüfungsleistung, aber auch irgendwie nach einer ziemlich großen Herausforderung. Wie gut werde ich denn im Rahmen der Ausbildung da bei Ihnen auch betreut, gerade was die Prüfungsleistung angeht? Wir stehen Ihnen da jederzeit zur Verfügung, auch telefonisch. Und was Sie auf jeden Fall auch machen sollten, ist ein Exposé einzureichen. Das heißt, da haben Sie so ein Outline, einen roten Faden, wozu Sie Ihre Arbeit schreiben wollen. Sie kriegen nochmal ein Feedback von uns und kriegen auch so ein Sparring von unserer Seite dazu, dass wir uns auch zu dem Thema austauschen können. Und so ein kleiner Anreiz vielleicht auch für alle. Es ist so, dass wir die besten Abschlussarbeiten dann immer alle 2 Jahre in einem Sammelband veröffentlichen. Man bekommt dann, also wenn es ganz besonders gut läuft, auch eine Publikation im Bereich der Mediation. Das bieten wir immer an. Dafür müssen dann immer noch die Seiten auf 10 Seiten zusammengedampft werden, sodass es auch wirklich für einen Externen, der das Ganze liest, auch möglichst viel Inhalt auf wenig Seiten dann als Ergebnis gibt. Das ist natürlich ein schöner Anreiz für mich, auf jeden Fall mich da auch reinzuhängen. Ein Ziel, das ich bei der Ausbildung verfolge, ist schon auch ein bisschen so generell mit Mediation oder auch mit der mediativen Praxis am Ball zu bleiben. Also nicht nur die Ausbildung zu absolvieren, sondern auch einfach längerfristig in dem Feld aktiv zu sein. Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich denn bei euch im Institut dazu? Ja. Da ist es so, dass wir den Bundesverband Steinbeis Mediationsforum haben. Der ist 2011 gestartet als unser Alumni-Verein und hat sich mittlerweile als Bundesverband für Mediation auch etabliert, ist also jetzt der 6. Mediationsverband, den es in Deutschland gibt. Und dieser Verband organisiert zum einen Fachgruppentreffen, Intervisionstreffen. Wir bieten allen unseren Teilnehmern Konferenzen in Stuttgart und Leipzig alljährlich an. Wir laden zu Sonderseminaren zu uns ein, wenn es wieder neue Inputs gibt zu diesen Themen. Wir bieten Supervision an. Also wir lassen Sie wirklich nicht allein in diesem ganzen Thema, wenn Sie die Ausbildung abgeschlossen haben, sondern Sie kriegen immer wieder von uns, wenn Sie das wünschen natürlich, das ist die Grundvoraussetzung, neuen Input. Und außerdem geben wir auch das Fachmagazin Die Mediation heraus. Wenn Sie Mitglied werden im Bundesverband Steinbeis Mediationsforum, ist dann auch das Abonnement oder der Bezug der Zeitschrift auch mit inkludiert. Das heißt also, Sie erhalten dann eine 4-mal im Jahr erscheinende Fachzeitschrift zum Thema Mediation und können da auch immer am Ball bleiben, sodass wir eigentlich für jeden etwas haben, für Leute, die gerne Präsenz haben, für Leute, die lieber ein Buch lesen oder eine Zeitschrift, sodass man wirklich in dem Thema drin bleibt und das Ganze auch nachhaltig bleibt für alle. Wenn ich bei Ihnen am Institut die Ausbildung absolviere, was habe ich dann am Ende in der Hand? Also wie kann ich nachweisen, dass ich die Ausbildung absolviert habe? Habe ich irgendwie eine Bestätigung über meine Inhalte oder wie kann ich mir das auch vielleicht zertifizieren lassen? Also unsere Ausbildungen sind durch die Steinbeis Plus Akademie an der Steinbeis Hochschule zertifiziert. Das heißt also, Sie halten im Anschluss an die Ausbildung ein Diplomat of Advanced Studies, so der neue Terminus.
den die Hochschullandschaft eingeführt hat. Im Zuge des Bologna-Prozesses wurde der Bachelor und Master eingeführt. Und nun hat man das Ganze auch auf europäischer Ebene für die Hochschulzertifikate, wie sie bis vor 3 Jahren noch hießen, eingeführt, sodass es die Diploma of Advanced Studies und die Certificates of Advanced Studies gibt. Und das Diploma of Advanced Studies ist das höchste Abschlusszeugnis, was man kriegen kann für eine nebenberufliche Weiterbildung. Und darüber hinaus ist es so, dass wir selbstverständlich die Standards des Mediationsgesetzes erfüllen bzw. übererfüllen. Also der Standard des zertifizierten Mediators nach Mediationsgesetz erfordert 120 Präsenzstunden. Sie haben bei uns insgesamt im Rahmen der Ausbildung 306 Stunden, die Sie bei uns anerkannt bekommen, wobei davon 144 Stunden Präsenz sind. Wenn ich mich jetzt für die Ausbildung anmelde und dann aber im Laufe der Ausbildung merke, dass ich ein Modul nicht wahrnehmen kann aus beruflichen oder anderen Gründen, kann ich das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen oder wird mir dann die Ausbildung nicht anerkannt? Nee, ganz im Gegenteil. Also durch diesen Umstand, dass wir in ganz Deutschland Standorte haben, können Sie jederzeit ein Modul, was Sie verpasst haben, an einem anderen Standort nachholen. Da stehen wir Ihnen auch gerne immer zur Verfügung, wenn Sie da mal eine Terminübersicht brauchen. Hey, ich kann da nicht. Meine Großmutter hat an dem Tag ihren 80. Den würde ich schon gerne wahrnehmen, diesen Geburtstag. Dann stellen wir Ihnen dann natürlich auch Alternativen zur Verfügung. Und was auch immer möglich ist, dass Sie im Folgekurs am selben Standort das Modul nachholen. Das heißt also, Sie müssen nicht zwangsläufig reisen. Sie können auch einfach auf den nächsten Kurs warten am selben Standort, an dem Sie dann teilnehmen. Ist es dann auch noch möglich, in die laufende Ausbildung mit einzusteigen? Ich habe gesehen, gerade hat eine angefangen vor 2 Wochen. Das ist generell möglich, ja. Wir haben damit auch viel Erfahrung, dass wir Teilnehmer noch mit in die Ausbildung integrieren. Also wenn Sie sich dafür entscheiden sollten, können wir das gerne machen. Geben Sie mir einfach nur Bescheid, damit ich Ihnen alle Unterlagen zukommen lassen kann, auch schon im Vorhinein, dass Sie den Inhalt schon mal ein bisschen nacharbeiten können und Sie können das Modul entweder im nächsten Kurs nachholen oder an einem anderen Standort. Und dann sind Sie ganz problemlos mit in dem Kurs und können die Ausbildung genau wie geplant weiter durchlaufen, nur dass Sie das erste Modul zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Jetzt noch eine ganz andere Frage zur Bezahlung der Ausbildung. Wie wird das bei Ihnen gehandhabt? Zahle ich das alles auf einmal oder ist auch Ratenzahlung möglich und zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der Ausbildung ist eine Zahlung fällig? Also wir wissen natürlich, dass so eine Ausbildung eine ganze Menge Geld kostet und sind als Institut in jeglicher Hinsicht teilnehmerorientiert. Das werden Sie, wenn Sie bei uns die Ausbildung machen, auch feststellen. Und das zieht sich eben auch dort durch, dass wir nicht sagen, wir wollen alles Geld mit einmal gleich zum Anfang haben, sondern wir sagen, okay, wir bieten allen Teilnehmern eine flexible Ratenzahlungsmöglichkeit. Das heißt also, das Einzige, was uns wichtig ist, dass sie zum Anfang der Ausbildung eine Teilrate zahlen und dass bis zum Ende der Ausbildung der komplette Betrag beglichen wird. Und innerhalb dieses Rahmens können Sie sich als Teilnehmer vollkommen frei bewegen, können sagen, okay, ich zahle in 6 Raten, weil es 6 Module sind. Sie können auch sagen, ich zahle es in 2 Raten, die eine Hälfte in dem einen Jahr, die andere Hälfte in dem anderen. Müssen wir einfach nur drüber reden und dann finden wir auch eine gute Lösung für alle. Na gut, vielen Dank, Herr Barth, für die vielen Informationen, die Sie mir jetzt nochmal gegeben haben, um mich bei meiner Entscheidung zu unterstützen. Bitte, bitte. Und Sie können natürlich jederzeit mich noch anrufen, eine Mail schreiben, wie auch immer. Auch können wir uns gerne zusammen zoomen oder skypen oder teamen. Jederzeit gern können wir uns da miteinander austauschen und Lösungen für eventuelle Probleme finden, die Sie vielleicht noch gefunden haben oder Herausforderungen. Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Der Jonathan Barth aus Leipzig.